Der hat keine Bremse. Ja, und dann wuppt nix. Hallo, Herr Bischof. Hallo. Ich bin Christoph Rodemund und sage herzlich willkommen, einen schönen guten Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen langen Spaziergang hinter uns. Wir haben quasi so einen kleinen Shopping-Mummel gemacht nach Geschäftsschluss. Das ist immer ganz gut für die Herren für das Portemonnaie, aber so ein langer Bummel macht natürlich durstig. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf dem richtigen Platz angekommen. Wir freuen uns, auf dem Weinmarkt in Weindorf zu sein. 14 deutsche Winzer sind schon seit vielen Jahren Bestandteil des Hökerfestes. Und das diesjährige Hökerfest ist ja ein ganz besonderes. Freundschaft und Leidenschaft, das sind die großen Themen hier auf dem Weinmarkt in Weindorf. Und natürlich gehört es dazu, dass man vom Hausherrn, vom Gastgeber begrüßt wird. Und aus diesem Grunde bitte ich nun um einen tosenden Applaus für unseren und Ihren Bürgermeister Bruno Wollring. Ja, vielen Dank für die nette Ankündigung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Weinfest hier auf dem Gänsemarkt. Freue mich sehr, Sie alle begrüßen zu können. Freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier sind. Denn in der Tat, Herr Rodemund hat es angedeutet, wir haben ja ein besonderes Jubiläum. Stadtfest 40 Jahre lang, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und wer vor 40 Jahren dabei war, 1973, ich habe es eben schon gesagt, ich war 16 Jahre alt, kann mich aber noch daran erinnern, wie viele gebürtige Herforder, und vielleicht haben damals nicht alle gedacht, dass sich das so lange hält, aber es ist Kult geworden, es hat Generationen überdauert und es hat an Reiz eigentlich nichts verloren. Und das ist ein gutes Zeichen und ich denke, wir sind gut beraten, auch an die einmal zu denken, die es aus der Taufe gehoben haben. Ich nenne nur Heinz Schön, einer der Grundväter dieser Veranstaltung, der leider vor einigen Wochen verstorben ist. Denke aber auch an Hans Sieben, der dieses Fest ebenfalls mitgeprägt hat und denen wir zu Dank verpflichtet sind, dass wir in dieser Weise hier zusammenkommen. Und ich finde, den Herfordern geht es immer so, dass oftmals, mir wird das jedenfalls in Gesprächen immer wieder bestätigt, gesagt wird, manche treffe ich nur einmal im Jahr und das beim Hökerfest. Und das macht, glaube ich, den besonderen
eine Charme aus. Natürlich gibt es viele reizvolle Highlights, was das Programm anbelangt, aber die persönliche Begegnung steht im Vordergrund, mitspielt. Ihnen allen wünsche ich ein tolles Hökerfest, insbesondere hier auf dem Gänsemarkt. Begrüße besonders natürlich auch nochmal die Winzer. Viele sind auch vom ersten Moment an dabei, auch etwas ganz Besonderes. Wir würden die Winzer auch vermissen, wenn wir sie nicht jährlich treffen würden. Und viele Weinkeller sind ja auch gefüllt mit dem Angebot unserer Winzer hier. Auch das ist ein gutes Zeichen. Und nicht zuletzt möchte ich auch den stellvertretenden Landrat, Herrn Golicke, hier begrüßen. Denn was wäre ein Fest ohne offiziellen Vertreter des Kreises Herford? Herzlich willkommen. Und ansonsten wollen wir jetzt gemeinsam dieses Hökerfest und den anschließenden Hansetag feiern. Möchte es aber nicht versäumen, und darüber freue ich mich ganz besonders, dass auch der offizielle Vertreter der Stadt Gorjo hier das Wort an uns richten wird, der Jeremis, und der spricht hervorragend Deutsch, und insofern wollen wir uns gemeinsam darüber freuen. Ich erkläre jedenfalls das Hökerfest auch hier auf dem Gänsemarkt offiziell für eröffnet. Herzlichen Dank. Applaus für Bürgermeister Bruno Würbring, und wir haben natürlich passend dazu, damit wir mit Ihnen allen anstoßen können, vom Weingut Arno Kronenberger, von der Elisabeth Kronenberger, hier einen edlen Tropfen Kredenz bekommen und sagen, vielleicht mal so, in die Allgemeinheit, zum Wohle. Dann würde ich sagen, zu Wohle sagt der Pole. Ist das nicht richtig? Das ist doch mein Motto. Also, nach so einem wunderbaren Sprecher wie der Bürgermeister ist es nicht einfach, mal das Wort zu ergreifen, aber ich mache das immerhin. Dankeschön, mein Freund Bruno. Also, wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen mit dabei sein zu dürfen. Und also, herzliche Grüße aus Polen, möchten wir ausrichten. Serdeczne pozdrowienia z Polski chcieliśmy przekazać. Dankeschön. I wissen Sie, wie die besten Reden sind? Die kürzesten! Ich bin kein Politiker. Ein herzliches Dankeschön an den Bürgermeister. Na zdrowie! Zu Wohle sagt der Pole. Bruno! So, in meinem Rücken hat sich hier was Fantastisches aufgebaut. Das sind nämlich die Winzer, meine sehr verehrten Damen und Herren, die hier zum Weinmarkt gehören. Ich habe das besondere Vergnügen, nicht nur, denken Sie daran, morgen und Freitag von 18 bis 19:30 das Weinseminar zu begleiten, sondern ich habe noch das Vergnügen, die Winzer heute Abend alle zum Gespräch zu bitten, damit sie ganz kurz mal erzählen, was denn ihr Weingut, ihren Wein ausmacht. Und ich habe gehört, dann gibt es auch genug zu probieren, ja, für die Gäste. Dann wollen wir doch mal starten. Wir haben zu Beginn einen edlen Tropfen bekommen vom Weingut.